Für alle, die auf jeden Fall im Replay zuschauen, deswegen auch nochmal herzlich willkommen an euch, die sich das Ganze jetzt auf YouTube noch anschauen werden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über diesen Call, über die Systemerklärung, über die Live-Analysen, die Enes und Hidejan hier vorbereitet haben, was ich erstmal mega zu schätzen weiß. Und ja, Enes wird uns jetzt das System mal komplett erklären, sage ich mal. Es gibt zwar verschiedene Arten und Variationen, wie man das System nutzen kann. Wir werden uns jetzt heute mal auf eine konzentrieren, glaube ich. Und dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall, Enes, dass du dir auch Zeit genommen hast. Deswegen dafür auf jeden Fall mal ein paar Herzen, Flammen in den Chat, dass er sich extra was vorbereitet hat für euch hier. Und bin auf jeden Fall mega dankbar, dass du dir die Zeit nimmst. Dann würde ich mal sagen, ich entstimme jetzt mal hoffentlich hier den richtigen Account. Und dann ist die Stage yours. Ah, da kommt gerade noch kein Ton. Der andere. Ah, Enes der andere. Gut, dann entstummen wir Enes den anderen. Perfekt. So, hört ihr mich? Jetzt hören wir dich, Bro. Okay. Bro, das Ding ist jetzt, ich bin jetzt mit dem Handy drinnen über Ton, aber der andere Account, also da, wo ich mit dem PC drinnen muss, muss eine Bildschirmübertragung starten. Das kann ich mit beiden Accounts auf einmal? Das ist kein Problem. Deswegen, du kannst mit deinem anderen Account einfach Bildschirm übertragen. Habe ich aktiviert, das geht klar. Bildschirm freigeben? Yes. Geht, oder? Perfekt, jetzt können wir den Bildschirm sehen. Danke dir. Alles klar. Und könnt ihr hören geht so, sage ich jetzt mal. Jetzt sollte man sozusagen über den anderen Account dann mich sehen können. Yes, sehen tun wir dich auch, ja. Okay, Mann. Endlich, Mann. War ein Stress gerade. So, auf jeden Fall, Leute, sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich war gerade noch damit beschäftigt, in den Call reinzugehen. Und zwar starten wir jetzt so mit dem Call für PriceRap. Einen Moment nur. Okay. Starten wir jetzt so mit dem Call für PriceRap. Leute, soll ich schon, hört ihr mich alle? Kann ich mal kurz eine Bestätigung bekommen, dass ihr mich alle hört? Okay, nice. So, Freunde, ihr könnt euch das so vorstellen, Leute. PriceRap ist eine sehr, sehr simple Strategie, die wirklich sehr stark profitabel sein kann, wenn man auf sehr kleine Kleinigkeiten achtet bei dem Ganzen. Ich fange mal damit an, dass PriceRap sozusagen einzahlt im Chart. Hierfür nehme ich zuerst mal den normalen Chart, den leeren, und dann zeige ich euch das Ganze im richtigen Markt. Ihr im Grunde genommen einmal unten, einmal oben. Die Zone sollte, sagen wir mal, höchstens bis 15 Pip gehen. Davor wird zwar auch gehen, aber ist dann nicht mehr so sicher. Kann man nicht mehr wissen, ob die Zone dann so valide ist. Und ihr könnt euch den Markt dann vorstellen, das kommt, einmal nach unten prallt, dann wieder nach oben, wieder nach unten, wieder nach oben. Somit befindet sich der Chart sozusagen in einer Seitwärtsphase, Freunde. Und die ist wirklich wichtig, weil wir in der Price-Strategie nach der Seitwärtsphase die große Bewegung nach oben oder nach unten mitnehmen, wo wirklich die großen Marktteilnehmer sich sozusagen platzieren. Und das würde dann sozusagen so aussehen, dass unten kommt, wenn man einen Break nach oben macht, in dem Fall, geht doch nach unten, einen Retest wieder zur Zone macht, wodurch sozusagen die Zone, die in dem Fall die Resistance-Zone ist, die obere Zone nennt man Resistance, die untere Support, und in dem Fall, wo die Resistance-Zone zur Support-Zone wird, dass eine größere Bewegung nach oben und im anderen Fall nach unten kommen wird. Und dann muss man auf die Punkte fragen, dass man Moment. Nach dem Retest, wenn die Stundenkerze sozusagen schließt über der Zone, wo die Resistance-Zone lag und zu Support-Zone geworden ist, müsste in dem Fall, sagen wir mal, da sein, wo einfach sich eine Stundenkerze schließt, das ist, wo wir in den Trade reingehen, Leute. Und ab da fangen wir an mit einem 30-Pip-Stop-Loss und einem 30-Pip-Take-Profit, Freunde. In dem Fall ist es zwar ein bisschen kleiner jetzt hier.
Aber das Gute ist, dass der Markt meistens auch wirklich sehr viele Pips versprechen kann, wenn er sozusagen so eine Bewegung mal wirklich hinlegt mit einem richtigen Breakout, Retest und einem richtigen Candle Close nach im Stundenchart. Und danach geht man sich sozusagen so weiter. Ich trade einen CRV von 1 zu 1, wie es ja auch zu sehen ist mit dem 30 Pip Stop Loss und dem Take Profit. Und man achtet meistens bei PriceRap auch darauf, wo denn die nächstgelegene größere Bewegung oder der nächste Punkt wäre, wo der Markt zum Beispiel abprallen könnte. Das könnte, sagen wir mal, da sein. Da markieren wir uns den Chart einfach mal, wo wir wissen, okay, das ist sozusagen der nächste Markt, wo eine Seitwärtsbewegung kommen konnte. Man kann auch, das Beste daran ist, wenn man 10 bis 15 Pips sozusagen im Take Profit, also im Profit ist, im Trade, kann man einfach seinen Stop-Loss hochziehen auf 2 Pips drüber. Und somit ist der Trade im schlimmsten Fall noch, nachdem er auf 10 Pips ist, im schlimmsten Fall endet er mit einem Stop-Profit mit 2 Pips, 3 Pips. Und das ist sozusagen somit auch ein Winning. Solange ich Minus mache mit deinem Trade, auch ein Plus. So sehe ich das einfach. Und das Geile an der ganzen Strategie ist, man kann das Ganze wirklich in beide Richtungen benutzen, sowohl im Buy als auch im Sell. Wäre die gleiche Zusammensetzung aus den Bewegungen, wenn ich zum Beispiel von EOS nach unten ausbrechen würde, den Retest nehmen würde und dann wieder nach unten ausbrechen würde, sozusagen für eine größere Bewegung. Und es gibt auch einen Punkt, der ein bisschen schwerer zu verstehen ist, die Value Area in der Seitwärtsphase. Den kann man hier eigentlich nicht so gut einzeichnen, aber das ist sozusagen der Punkt, wo der Markt sich am meisten in der Seitwärtsphase aufhält. Dafür gibt es sogar einen Indikator, aber der ist momentan nicht bei mir, weil der erst ab einer Zahlung von monatlich $15 oder so ist. Aber den braucht man eigentlich nicht wirklich. Den könnte man dann eigentlich auch so selbst einzeichnen, wo man den Markt sozusagen einschätzt, wo er 70% seiner Zeit verbringt in der Seitwärtsphase. Dadurch hat man noch eine extra kleinere Bestätigung. Ab diesem Punkt, wo zum Beispiel hier die Value Area wäre, kann man mit einem Sell für die nächste Zeit rechnen oder mit einem Buy für die nächste Zeit rechnen. Und noch finde ich geil an der Strategie, also am PriceRap, dass man damit wirklich nice auch FTMO angehen kann, Leute, weil durch den fixen 30 Pips aus dem Trade kann man wirklich eine eventuelle Sache eingehen, 1% Stop-Loss, 1,5% Stop-Loss, sogar 0,5% Stop-Loss, wenn man bei der FTMO sich wirklich einen großen Freiraum schaffen will. Und so können wir auch gleich mal in dem Chart in den Markt reingehen. Da zum Beispiel wäre ein kleiner, naja, klein ist er zwar nicht, aber wäre eine schöne Price-Trade rausgegangen. Hier habe ich die Zone so eingeleitet, weil ich da, Freunde, auf Backtesten und hier diese Zone sehen kann, wo sozusagen auch ein Support entstanden ist ab der Distance. Das ist auch eine wichtige Seitwärtsphase, aber die ist hier momentan nicht so relevant, wenn ich den Chart so nehmen würde. Ansonsten, Freunde, kann die HLOC da nutzen, dass man seine Zonen auch einzeichnen kann im Chart. Und hier sozusagen auch, dass der Trade bestätigt wurde. Hier in einem anderen Chart habe ich da auch eine kleine Seite, da habe ich auch eine Seite vorhin mit dem gesehen sogar. Da ladet. Aber man kann die Zone, man kann diese Seitwärtsphase, glaube ich, schon erkennen. Okay, ihr seid jetzt momentan nicht da drinnen, wo ich drinnen bin. Okay, jetzt erst. Man kann hier schon die Seitwärtsphase erkennen, dass der Trade wirklich auch eingehen könnte in einem Buy oder in einem Sell, je nachdem, wie er sich bei den jeweiligen Zonen verhält. Und somit wäre das sozusagen die Price-Trap-Erklärung. Ist ziemlich simpel, Leute. Es ist auch sehr anfängerfreundlich, bin ich ehrlich. Ich habe davor eine andere Strategie getradet. Aber als ich mit Chadrick angefangen habe, bei Go Live zu schauen, habe ich mich wirklich mit der Price-Trap-Strategie sehr anfreunden können und auch mich für sie sozusagen festgelegt und spezialisiert, dass ich sie wirklich in der Praxis jeden Tag umsetze. Und bis jetzt lief es wirklich sehr gut. Ich habe wirklich
letzte Woche, sagen wir mal, 20 Trades bin ich eingegangen und ich glaube, 17 davon waren ein Take-Profit und der Rest entweder Break-Even-Trade oder ein Stop-Loss. Und das ist mal eine Sache für sich, weil wenn man die Strategie richtig nutzt und auch wirklich geduldig ist mit dem Candle-Close in 1-Stunden-Chart, kann man wirklich sehr starke Profite damit ziehen. Es endet meistens sogar damit, dass man nicht ist, sondern der Chart kann wirklich 50, 60, 70 Pips gehen zu deinem Gunst. Aber ich schließe jeden Feld meistens 30 Pips Take Profit. Somit bin ich auch sozusagen prozentual gesehen von meinem gesamten Kontovolumen auch gut im Überblick. Und Freunde, das wäre sozusagen jetzt mein Part gewesen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit. Und ich gebe das Ganze jetzt dem Hiddeljan weiter oder dem David, der jetzt auch übernimmt. Danke. Perfekt. Let's go. Danke dir auf jeden Fall. Trotz der, ich sag mal, ausbaufähigen Internetverbindung hoffe ich, dass jeder soweit mitkommen konnte. Aber ich denke, Hiddeljan wird uns das jetzt gleich im besten Fall ja live einfach mal vormachen. Und deswegen, Hiddeljan, ich habe dich schon mal entstummt. Dann könntest du, glaube ich, auch direkt loslegen. So. Yes, Leute, könnt ihr mich hören? Was läuft? Yes, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, euch geht es gut. Und yes, ansonsten danke auf jeden Fall, Enes, an deinen Part und an deine Veranschaulichung, wie das halt funktioniert. Und yes, ansonsten für meinen Part ist es auf jeden Fall wichtig für mich, euch zu zeigen, wie man Zonen allgemein findet, wie man das überhaupt anwendet und welche Währungspaare man eigentlich für Price-Up nutzt. Und wie man das mit Harmonix kombinieren kann, sehr gut kombinieren kann, auch als Anfänger. Und jetzt, wie mein CRV aussieht, wie ihr allgemein das umsetzen könnt. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr einfach als Anfänger, diese Strategie anzuwenden, weil es auf jeden Fall sehr, sehr simpel ist, weil es aus Support- und Resistance-Linie entsteht. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr crazy. Am Anfang hatte ich auf jeden Fall gedacht, das ist doch der Price Trap. Hä? Es sind nur zwei Zonen, man kann doch damit keine Profits machen. Aber wenn man es einmal richtig anwendet, da kann man schon von 50 bis 100 Pips sprechen. Boah, das schmeckt dann ordentlich. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Deswegen würde ich vorschlagen, ich tue kurz meinen Bildschirm freigeben. Dann komme ich auf jeden Fall mal zur Zone. So, genau. Easy. Sieht man soweit meinen Bildschirm? Okay, perfekt. Easy. Ansonsten, wie man die Zone allgemein findet, ist ganz simpel. Ich zeige es mal kurz im Nackenchart. Also ich habe schon ein paar Zonen eingezeichnet. Und zwar, es ist wichtig, hier zu erkennen, zum Beispiel, es ist wichtig für euch herauszufinden, euch einfach mal auszutesten. Weil jeder tradet Price Up einmal so und so. Viele traden noch Price Up zum Beispiel in Kryptos, in Rohstoffen. Aber ich habe mich wirklich fokussiert, wirklich mich auf Währungspaaren zu fokussieren, wie Euro, NZD, USD, JPY, AUD, NZD, AUD, JPY. Das sind so solche Paare für mich, wie JPY, so was, wo für mich, wo ich gesehen habe, okay, Price klappt da für mich und es läuft auf jeden Fall perfekt. Und yes, ansonsten kann ich euch kurz zeigen, wie ich grundsätzlich meine Analyse mache. Erstmal ist es wichtig für mich, erstmal in den Chart zu gehen und zu schauen, okay, wie verhält sich überhaupt der Markt? Ist es bullish oder bearish? Wir wissen alle, wir haben in der Academy gelernt, the trend is your friend. Und wer dieses Sprichwort auch wirklich umsetzt, auch bei Price Trap, kann auf jeden Fall einige Pips catchen. Und es ist auf jeden Fall crazy zu sehen, wie viele Pips ich damals gecatcht habe oder auch immer noch catch. Wenn ich wirklich mit dem Trend gehe und noch wenige Stop-Loss kassiere, wenn ich wirklich die Strategie und dieses System anwende. Und jetzt zuerst gehe ich immer auf den 4-Stunden-Chart. Zuerst schaue ich, okay, wie fährt sich der Markt? Und wir sehen hier, okay, der Markt ist komplett bearish. Was bedeutet das für mich? Dass der Markt auf jeden Fall sehr viele Pips potenziell auf bearish, wenn ich jetzt auf Sell gehe, dass auf jeden Fall sehr, sehr viele Pips catchen kann, wenn ich den auf bearish getradet habe. Und dann gehe ich in den 1-Stunden-Chart, weil ihr müsst wissen, dass die Price-Up immer auf 1-Stunden-Chart suchen und da das System am besten funktioniert. Nicht auf 15-Minuten-Chart, nicht auf 30-Minuten-Chart, sondern eine Stunden-Chart ist auf jeden Fall die Goldregel. Und das hier auf jeden Fall hier die Price-Up sucht. Und was ich immer trade, sind immer kleine Zonen. Hier zum Beispiel ein Price-Up, wie schon Enes gesagt hat, entsteht dadurch, dass er hier einen Support hat und hier eine Resistance. Und wenn es
diese zwei Sachen hat, dann ist das, kann man das schon als ein Price Drop nennen. Dann tue ich hier zwei Zonen einfach einzeichnen, wie hier als Beispiel genommen. Und dann warte ich einfach, bis er ausbricht. Hier entweder Sell oder Buy. Das ist völlig irrelevant, ob er jetzt bullish geht oder bearish. Aber in dem Fall, wie catch ich jetzt, okay, wie kann ich jetzt für mich mein Take Profit herauskristallisieren? Ganz easy, indem ich gesehen habe, okay, der Markt ist jetzt für mich bearish. Und hiermit kann ich einfach herausfinden, okay, ich hätte auf jeden Fall Potenzial für 60 Pips. Aber am Anfang würde ich auf jeden Fall empfehlen, tut euch wirklich austesten, Demo-Konto, ich würde euch wirklich einen Monat Zeit geben für das Ganze. Rita ist key, tut wirklich jeden Tag diese ganzen Zonen einzeichnen und am Ende findet ihr wirklich euren goldenen Schnittpunkt, wo ihr sagt, okay, das klappt Ganze für mich. Und als erstes tue ich hier mir eine Zone einzeichnen, hier unten erstmal eine Support und eine Resistance und dann warte ich einfach auf einen Breakout. Und zum Beispiel habe ich hier aus der Vergangenheit ein paar Beispiele, kann ich euch zeigen, wie ich hier in der Vergangenheit mal Tipps gecatcht habe, wie es in der Praxis aussieht. Genau, hier zum Beispiel bei Audi JPY. Hier zum Beispiel sehen wir, der Markt ist bearish. Der Markt ist bearish gelaufen und hier haben wir gesehen, hier hat sich ein Price-Up entwickelt und ist sehr weit nach unten gegangen. Wir können jetzt auf jeden Fall sehen, wie viele Pips waren das? 130 Pips. Und ich denke, für den einen oder anderen 130 Pips schmeckt auf jeden Fall. Und yes, ansonsten hier in meinem Stundenchart Zone eingezeichnet. Einmal Support und Resistance. Moment, wo war das nochmal? Hier, genau. Hier haben wir auf jeden Fall gesehen, es hat sich eine Price-Event entwickelt. Und um eine Bestätigung zu kriegen, wann der Markt wirklich in den Sell geht, gehen wir. Jetzt müssen wir erstmal wissen, okay, das muss erstmal ein Breakout im Stundenchart geben. Und wenn es im Stundenchart eine bearish Candle geclosed hat, ist es für uns ein relevanter Breakout. Und dann gehe ich in den meisten Fällen immer in den 30-Minuten-Chart. Und wenn der Markt jetzt mal lädt. So, perfekt. Sehr nice. So, dann gehe ich mal in den 30-Minuten-Chart und schaue, okay, wo es einen Retest gab. Und zum Beispiel hier sehen wir, wenn ich mal näher gehen würde, so, hier sehen wir, gab es einen kleinen Retest auf diesen Dot. Genau, könnt ihr so machen. Gab es einen kleinen Retest auf diesen Dot und es gibt einfach eine Bestätigung für uns, dass dann auf jeden Fall Sell geht, dass er jetzt mal einen Retest macht und um wirklich Sell zu gehen, brauchen wir eine Bestätigung, wirklich eine hundertprozentige Bestätigung und dass er wirklich dann für uns valide ist. Erstmal einen Retest zu haben und wenn er dann die Zone berührt hat oder angedochtet hat und dann noch einmal außerhalb closed, bearish closed, ist es dann für uns eine Bestätigung, okay, wir können in den Sell reingehen. Mit dieser Kerze könnten wir auf jeden Fall Sell gehen und auf jeden Fall einige Pips catchen. Und am Anfang ist es wirklich wichtig, dass ihr euch wirklich mit Price komplett auseinandersetzt, tut euch wirklich mit eurer Upline connecten. Er wird es euch auf jeden Fall auch erklären oder mit mir auch. Und yes, ansonsten will ich euch kurz zeigen, wie Price mit Harmonix funktioniert. Und zwar gehen wir ganz normal auf die Harmonix-Webseite, unser allberüchtigtes Harmonix. Auch viele traden den auch mit Ninja. Und yes, ansonsten ist mit Harmonix auch ein geiler Tool. Hier kannst du für dich auch bestimmen, ob der Markt Sell geht oder ein Buy geht. Habe ich auch oft benutzt. Aber mittlerweile nicht mehr, weil ich auf jeden Fall ein Auge dafür entwickelt habe, wie der Markt sich für mich bewegt, auch im Nackenchart. Und für euch, das ist auf jeden Fall ein Anfänger, für die Anfänger eine Hilfe, um zu sehen, okay, also ich weiß nicht, wie es den anderen Price-Tradern hier aussieht, aber ich finde irgendwie die Zonen bei Harmonix irgendwie viel besser. So, hier sticht das direkt raus und kann ich euch ein paar Beispiele geben. Hier kann man auf jeden Fall schöne Zonen finden. Und wichtig ist, am Anfang ist der Harmonix immer auf M15 eingestellt. Und wie gesagt, wir müssen unsere Zonen immer im Stundenchart suchen. Deswegen gehen wir immer zum Stundenchart und klicken dann auf verschiedene Broker, tun uns auf jeden Fall rumwechseln, gucken und suchen hier auf jeden Fall Zonen. Und jetzt, wie gesagt, die besten Trades habe ich auf jeden Fall mit kleinen Zonen geschafft. Zum Beispiel Cedric tradet mit großen Zonen, aber das ist auf jeden Fall für euch dann überlassen, welche Zone ihr tradet, ob ihr große Zonen tradet oder kleine Zonen.
Und yes, ansonsten können wir auf jeden Fall mal durchschauen, welche Zonen am perfektesten sind. Zum Beispiel am Anfang GWP Cut. Können wir uns direkt mal einzeichnen. Hier haben wir Support, Air Resistance und Support. Genau. GWP Cut haben wir auf jeden Fall. NZT Cut. Der Markt ist schon relativ gelaufen. Wenn es solche Markt gibt, dann tut auf jeden Fall einen Finger davon lassen, weil es gibt auch eine bestimmte Regel, auch für mich habe ich herausgefunden, niemals ein Price Trap in einem Price Trap zu traden, weil es meistens schief läuft. Und ich kann euch mal ein Beispiel geben, was ich damit meine. Es gibt viele Charts, es ist eine Konsolidierung im 4-Stunden-Chart und darin bildet sich meist eine Price Trap. Zum Beispiel hier bei GBP-USD sehen wir hier, könnte man dies als eine Price Trap nutzen. Aber würde ich euch nicht empfehlen, weil es als insgesamt ein Price Trap ist, eine Konsolidierung ist. Und eine Konsolidierung zu handeln in einer Konsolidierung geht meistens nicht immer gut. Deswegen habe ich für mich herausgefunden, okay, ich suche für mich cleanere Sachen. Für mich cleanere Sachen sind zum Beispiel, wenn es außerhalb einer Konsolidierung. Und es wäre dann auf jeden Fall für mich ein valider Price Trap. Wird auch für mich schöner aussehen als sowas. Und deswegen tut immer im Gesamtchart schauen. Im Moment ist es ein 30-Minuten-Chart. Genau so. Okay, ihr seht im Gesamtchart, im 4-Stunden-Chart, ihr seht ja, das ist eine komplette Konsolidierung. Und in diesem Chart würde ich meine Finger weglassen, weil ich niemals eine Konsolidierung in einer Konsolidierung trade, mit einer Konsolidierung trade, weil es eigentlich immer schief läuft. Weil ich hatte mal die Erfahrung gemacht, ich hatte mal Price Trap, eine gute Zone, sah für mich gut aus, in einer Price Trap gemacht. In der 4-Stunden-Chart war eine große Price Trap wie hier. Und er war auf Buy. Es hat alles gepasst, aber dann habe ich gesehen, okay, der Markt läuft irgendwie in eine falsche Richtung und habe einen Stop-Loss kassiert. Deswegen nimmt wirklich Zonen, die nicht so aussehen, aber wenn jetzt der GBP-USD hier closen würde und hier der Price sich entwickeln würde, würde ich auf jeden Fall die Zone einzeichnen, je nachdem, wie schön sie ist. Und auf jeden Fall, Recruiting ist die Antwort, tut euch wirklich auf jeden Fall immer austesten im Demo-Konto, immer wirklich backtesten, sehr wichtig, dass ich wirklich eine Woche, immer jede Woche backtestet, auch jeden Tag, jeden Abend euch fragt, okay, habe ich mein CL vorgehalten? Habe ich wirklich das eingehalten, was es benötigt, Price Trap wirklich zu halten, zu handeln? Und yes, ansonsten, was auf jeden Fall noch wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall achtet, nicht emotional zu sein. Weil das Problem ist, ich hatte schon 4 Konten hinter mir, 4 Konten, die ich geplättet habe. Und fragt euch wirklich, bevor ihr ins Handeln kommt, bevor ihr wirklich einen Trade setzt, wie emotional ihr gerade seid. Bist du zu überglücklich? Bist du gerade traurig? Dann Finger weg vom Chart. Zum Beispiel Niklas Geistreich hat gesagt, mach eine Bewertung für dich gerade momentan, wenn du am Chart bist, eine Emotionalskala von 1 bis 10. Wenn deine Emotionen gerade von 1 bis 3 sind, ist es noch okay. Aber wenn es eine 4, 5, 6, 7 ist, dann weg vom Chart. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr wirklich cool seid und nicht wirklich emotional tradet. Das kommt auf jeden Fall mit der Zeit. Und yes, ansonsten war es auf jeden Fall die kleine ausführliche Erklärung für Price Trap, wo wir auf jeden Fall mit Harmonix auch gut durchstarten können. Ansonsten könnt ihr euch auf jeden Fall bei Fragen an Enes oder mir zuwenden. Und jetzt auf jeden Fall die kleine Einführung für Price Trap, wie es funktioniert, was es ist überhaupt und dass es anfängerfreundlich ist. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall für alle Anfänger, die eine Strategie suchen, wirklich euch Price Trap ans Herzen legen, weil es auf jeden Fall sehr easy ist und wirklich umsetzungskräftig ist, wenn man auf jeden Fall Pips catcht, dass auf jeden Fall sehr gutes Volumen rauskommt. Und yes, ansonsten bei irgendwelchen Fragen gerne bei mir melden und bei irgendwelchen Fragen auch gleich in den Chat schreiben, wenn ihr wollt. Und yes, ansonsten gebe ich auf jeden Fall mein Wort an David ab. Let's go. Perfekt. Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall, Bro. Ja, Leute, letztendlich war das jetzt mal eine sehr knackige Einführung, sage ich mal, zum Thema Price Trap. Letztendlich, ja, wie sich das Ganze dann natürlich im echten Markt, sage ich mal, verhält, ist
natürlich immer auch nochmal abhängig letztendlich von dem Chart, in dem wir traden, von dem Markt, in dem wir aktiv sind. Und genau dafür wird es nämlich deswegen auch genauer Erklärungen, mehrere Calls etc., sage ich mal, von Enes Hidejan und auch allen weiteren, die das System schon traden, geben. Das heißt, klingt euch dort gerne ein und connectet euch einfach mal mit Enes und Hidejan. Und dann finden wir da auf jeden Fall, denke ich, ja, passende Uhrzeiten für alle und freue mich auf jeden Fall, dass wir da auch als Team mehr miteinander zusammenarbeiten. Weil, Leute, wir können es uns entweder schwer machen, uns versuchen, selbst irgendwie alles irgendwo anzueignen, ja, zehnmal auf die Fresse zu fliegen, aber wir können stattdessen auch das Team nutzen, ja, die Connections, die wir hier haben und nicht nur aus den eigenen Fehlern lernen, sondern auch aus den Fehlern anderer. Ja, und dadurch wachsen wir natürlich noch viel, viel schneller. Und deswegen vielen, vielen Dank nochmal an euch beide.